Ja, und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zur K-Mechanik Simulator. Wir simulieren mal wieder ein bisschen K-Mechanik. Ist ja schon wieder eine ganze Weile her, meine Güte. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, endlich mal wieder in der Werkstatt. Ich schaff's momentan einfach nicht. Ich muss ja auch noch andere Dinge machen und tun. Ja, aber immer diese Ausreden, ne? Immer diese Ausreden. Ich habe schon gar keine Ahnung mehr, wie ich hier was mache, Alter. Oh je. Ja, ich dachte mir so, wir machen jetzt mal hier wieder so eine Kampagne. Reparatur unter Verwendung von Teilen im Mindestzustand von, weiß ich nicht. Okay. Ich habe kürzlich ein Auto von einem Freund des Nachbarn meiner Tante gekauft. Was? Es sah ganz okay aus. Anfangs fuhr es auch ganz gut. Irgendwann hat er etwas geknackt und dann kam Rauch und alles hat abgeschaltet. Mir wurde versichert, dass alles in einem hervorragenden Zustand sei und das Auto keinen zusätzlichen Handlungsbedarf hätte. Es sollte noch für ein paar Jahre fahrtüchtig sein, doch es scheint, als wäre ich auf einen bösen Scherz reingefallen. Ich brauche dieses Auto in der nächsten Woche. Für meinen neuen Job muss ich unbedingt ein funktionierendes Transportmittel haben. Ich habe jetzt auch keine Zeit, nach etwas Neuem zu suchen, weil ich bald umziehe. Bitte mach, was du kannst, damit ich dieses Auto sorgenfrei fahren kann. Ja, dann nehmen wir das mal. Wir gucken uns das einfach mal an und dann werden wir mal sehen. Der hier wahrscheinlich, wa? Was haben wir hier noch stehen? Das ist unsere Bude hier. Oh, ich glaube, den haben wir irgendwo hergeholt. Ich weiß es nicht. Geh du mal schnell auf die 1, bitte. Ich werde den erstmal, glaube ich, waschen müssen. Das ist ja fürchterlich. Können wir machen, ich mache richtig schön saubi. So, ja, bitte. Das ist auch innen drin noch schön. Naja, also. Jetzt sieht es auch wieder aus wie ein Auto. Kaputt. Alles kaputt. Oh nein. Oh, die ich habe keine Ahnung mehr jetzt hier. Oh Gott. Geht der überhaupt noch an, die Bude? Ich frag einen Freund. Teil nicht gefunden. Öl wechseln, Spur einstellen. Spur einstellen müssen wir dann zum Schluss machen. Kann ich dich mal hier analysieren? Das wäre schon mal nicht schlecht. Oh nein. Da ist einiges kaputt. Da ist wirklich einiges kaputt. Möchte ja nichts sagen, aber sieht nicht so gut aus. So. Der Motor springt nicht an, ja, das ist super. War ja klar. Anlasser, ne, wenn der Anlasser kaputt ist, geht auch nicht mehr hier. Mittlere Sicherung. Oh weia. Der ist kaputt. Diesem Auto ist einfach alles kaputt. Ja, da würde ich mal sagen, dann nehmen wir das mal hier auseinander, das gute Stück. So. Da ist der Anlasser. Ich weiß, was jetzt gerade noch. Mach erstmal die blöden Sicherungen fertig. ECU hier. Oder ECU. Engel. Ah. Ja, ich mache erstmal die Sicherung ganz schnell hier. So. Welche waren noch kaputt? Die waren okay.
So, die ist nicht mehr in Ordnung. Die ist auch nicht mehr in Ordnung. Okay. Wir müssen einmal hier rein, dann Elektronik. Einmal dich. Einmal dich. Und zweimal dich. So. Kriegst du hier schon mal neu, Kollege? Okay. Dann lässt sich das mit den Sicherungen jetzt schon mal erledigt. Oh, mich verlässt die Stimme. Die Stimme verlässt mich. So. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass reifentechnisch alles schick ist. So. Fahrwerktechnisch vielleicht auch. Fahren Sie mal einmal nach oben, bitte. Einmal nach oben. Tja. Dann kommst du mal hier schon mal raus. Dann nehmen wir dich schon mal mit rein. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen zum Lager habe. Du musst leider auch mal raus. Das sieht ja noch zumindest alles gut aus hier. Aber Motor, wie gesagt, müssen wir auch machen. Das kommen wir nicht drum rum. So, Mr. Anlasser. Sind Kerzen waren ja auch hinüber. Die alle kaputt? Die sind ja wirklich alle hinüber. Oh, dieses Geblinke, ne? Himmel. Und sprühen müssen wir natürlich auch wieder. Klar, kein Problem. So. Nockenwelle 1, Nockenwelle 2. Kaputt. Einfach kaputt. Du kommst mal ab. Riemenspanner muss einmal ab. Dann du. Dann einmal du. Das ist die Ölwanne. Ist auch kaputt. Aber ihr wart ja, ist ganz gut, weil dann können wir jetzt nämlich gleich mal eben schnell das Öl ablassen. So wie es sich gehört. So. Wenn ich hier rankomme. Oh nein. Geh mal weg, bitte. Ja, okay. Habe ich jetzt schon abgepumpt eigentlich? Nö. So, jetzt aber. Ölfilter. Können wir ja auch schon mal reinnehmen. Dann die Wanne. Achso, die Wanne müsste ich jetzt aber auch mal schnell eintragen. So, das bist du. Du bist wahrscheinlich komplett zerstört. Ich kriege auch nicht mehr repariert. So, du kannst jetzt mal wieder dich entfernen, dankeschön. Wasserpumpe. Wir werden das Zeug erstmal rausziehen, weil wir werden auch nicht drum rumkommen. Oh Gott. War das das hier? Ich glaube ja. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, das ist alles in Brühe hier.
So. Die hier müssen wir doch nehmen. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann dich noch ab. Oh, da muss ich mal zweimal sprühen. Oh Gott. Du siehst auch kaputt aus. Und der sieht auch kaputt aus. Den müssen wir natürlich auch direkt mal reinnehmen. Achso, warte mal, dann kann ich die Relais ja schon mal rausmachen hier. So. Glockenwellenrad. Die habe ich schon mit reingenommen. Ah, wir müssen leider noch tiefer buddeln. Hey, lange Schrauben. Mann. Muss alles schneller gehen. Oh, die sieht auch nicht mehr gut aus, du. Oh, hätte ja mal denken können hier, dass ich wieder sowas einfange. Ja, ich weiß halt nicht, wie es mit dem Getriebe aussieht, ne? Aber wir müssen sowieso, weil das Ding muss ich abnehmen, oder? Naja, gut, eigentlich nicht. Aber ich habe Befürchtungen. Ich habe schlimme Befürchtungen. Ah, wir werden sehen. Ich nehme erstmal hier die neue Lagerdecke und sowas ab. Und dann werden wir sehen. Oh, was? Zweimal. So, Kollege, dann haben wir dich schon mal jetzt hier fertig, dann gehst du nochmal runter. Ich nehme den schon mal mit rein, in weiser Voraussicht, ja, Kolben, Ringe ebenfalls kaputt. Ah, so auch der Kolbenring, mal zwei. Nochmal. Die sind ja alle im Eimer hier. Ja. Ach so, den kriege ich ja jetzt noch gar nicht raus. Ach, ich muss ja eh das. Oh nö. Aber wir doch so viel sprühen. Aber naja, wir machen das Auto mal schick, wa? Wir machen mal Auto schick. Du musst einmal weichen. Dankeschön. So, Antriebswelle mal raus. Gucken wir uns mal beim Betrieb um hier. Also umtriebig. Untriebig ist es schon. Oh, was? Und ich habe echt gedacht, das ist ja nur das andere, aber nein. Nein, nein. Ist alles einfach kaputt mit diesem Ding. Ah, ja, Crap. Alles Crap hier. So. Motor ist komplett
ausgebaut. Teile nicht gefunden. Zwei Teile wieder noch. Ich kriege ein zu viel. Wenn ich eine Taste, dann das, wenn man wieder Teile suchen machen muss hier. Oh Mann. Das wird böse. Habe ich schon den Eco schon reingenommen eigentlich? Eco, ja. Eco kommt schon mal mit raus. Ach, hier hinten sind die Teile. Der ist kaputt, der ist kaputt. Ah. Wir müssen einkaufen. Es geht ja nicht anders. So, ABS, das brauche ich jetzt mal gerade nicht. Kraftstoff, Filter. Achso, warte, dann mache ich erst mit den Tank, Kraftstoffpumpe. So, dann haben wir die beiden Teile auf jeden Fall schon mal fertig. Dann können wir uns dran machen, dass wir die Teile hier fertig machen. Das kommt raus, das auch. Kupplungsscheibe, Kolbenringe. Kolbenringe, sowas habe ich ja nicht da. Höchstens vielleicht gelbe. Warte mal, was hat denn der? Was darf ich denn für Teile haben? 69%, das ist aber übel. Das ist viel zu hoch. Wie soll ich da was finden? Ah. Die alten Kolben. Ja, guck mal, selbst die kriege ich nicht mal gebacken hier. Das sind alles zu niedrig. Kolben mit Bläu hätte ich jetzt hier noch. 4 Stück. Ich da 4 neue rein. Kolbenringe sehen aber. Der, ja. Aber ansonsten. Er stimmt zu niedrig hier. 69% habe ich gesagt, wa? 68 kannst du nicht einbauen. Also wir brauchen 3 Kolbenringe, Kolben mit Pleuel. 3 haben wir aktuell. Also brauchen wir ja nur noch 2, weil einer war ja noch gut. Einer war ja noch gut, die müsste ich mir aber leider anzeigen lassen, weil ich nämlich nicht weiß, welche von denen. Aber so, warte mal, wir brauchen noch. Schwungradkolben, Ringe, Kolben mit Pleuel, Zahnriemen. Nockenwelle, da ist die Kurbelwelle. Kurbelwelle R4. Achso, kriege ich mir vielleicht noch irgendwas repariert von dem Ding? Die brauche ich nicht, die brauche ich nicht. Das ist alles okay. Das sind alles Teile, die ich nicht reparieren muss. Kurbelwelle. Was habe ich gesagt? R4. Sieht schlecht aus, ne? Sieht ganz schön schlecht aus mit einer Kurbelwelle R4. Ich kann auch nicht mehr scrollen, also nein. Müssen wir uns doch kaufen. Weil die baue ich ihm jetzt gleich schon mal wieder neu ein hier. So, dann kriegst du mal hier das gute Stück. Wo bin ich? Hier bin ich. Da fehlt der Kolben mit Bläuel da auch. Okay. Dann kriegst du hier schon mal den 71er. Und hier fehlt Kolbenring. Da kann ich nicht die nehmen, da muss ich neue kaufen. Kolbenringe. Da könnte ich mir auch mal Vorrat kaufen, glaube ich. Die benutze ich zwar tatsächlich nicht so oft. Aber immerhin.
Hier muss der 100er auf jeden Fall rein. Und hier sind das auch die Kolben, die müssen 100er sein. So. Dann machen wir hier mal wieder dicht. So, dann kommst du noch direkt ran. Oh. Warte mal, habe ich den ABS-Hydro-Aggregat-Gedingens da nicht noch? ABS. ABS habe ich gar nichts. Ernsthaft? Nö. Nix. Ich habe gar nichts mehr in meinem Lager hier. Was sind das? So, den schon mal. ABS Hydro. Kraftstofffilter. Anlasser. Zündkerzen. Das machen wir dann nach und nach. Muss ich jetzt nicht unbedingt dringend machen, ne? So, du. Und du. Blup, dann ist das auch schon mal fertig. Traumhaft. Einfach nur schön. Okay. Das war einmal das. Egge, wir waren mal Egge. Haben wir ein Egge? Typ A, aber beide sind zu schlecht zum Einbauen. Also nein. Ich laufe immer mal umsonst hier, das ist voll doof. Dann haben wir den schon mal neu. Da kriegst du aber deine alte Servopumpe wieder, Kollege. Weil die war ja nicht kaputt hier. So, den Echo haben wir. Kraftstofffilter. Ich weiß nicht, ob ich den schon geholt habe. Ansonsten haben wir ihn zweimal da. Ist ja egal. Anlasser, ich glaube Anlasser, die kannst du ja nicht reparieren, ne? Hab ich keinen da. Zündkerzen. Hier mal. Dann kommen wir zur Nockenwelle, die brauche ich nämlich tatsächlich zweimal. Den habe ich auf keinen Fall da. Die Ölwanne kann ich hier nicht mehr reparieren, die ist zerstört. Kurbelwelle haben wir, Kraftstoffverteiler, der war auch zerstört. Einmal den Zahn nehmen. Kolben mit Pleu haben wir, Kolbenringe haben wir. Dann kommen wir zur Kupplungsplatte, das Schwungrad einmal. Und die Kupplungsscheibe, da haben wir das für das Getriebe. Müssen wir ja jetzt alle Teile soweit haben. Okay, jetzt einfach mal davon aus. So, Nummer 1. Oh, hier, guck mal, da kann man die 80er nehmen hier. 85er haben wir auch noch im Kasten. 87er, das passt ja. So, Deckel drauf. Einmal der Deckel drauf, bitte. Danke. Und hier, die Zündspulen. Hier werden wir gar nicht lange zündeln. Und einmal hier. Klack, 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 klack. Am
kommst du kaum ran hier, ne, an die Dinger. Die sind echt doof. Wenn man so verwöhnt ist. Ich weiß gar nicht, was für eine Umlenkrolle wir da drin hatten. Einmal ab die 69er rein. So, das wäre einmal das. Du musst noch ran. Ja, okay. Gut, dann einmal nach oben. So, die waren ja alle kaputt. Alle kaputt. Außer das Ausrückloch. So, dann machen wir hier unten noch. Ja, 100er jetzt eingebaut, das ist halt so, ist halb so wild. Mit den kleinen Teilen hier. So, du noch. Und einmal du noch. So, dann kriegst du hier noch eine schicke neue. Das Flammrohr nicht zu vergessen. Den Ölfilter nicht vergessen. Und den Anlasser darf man auch nicht vergessen. Und hier generell alles darf man nicht vergessen. Ah, schön. Kommen Sie runter. So, dann haben wir hier nämlich den Anlasser. Oh, da habe ich noch einen 100er gehabt. Oh Mist. Oder ich habe mir den wirklich zweimal gekauft. Kann auch sein. Ihr wisst das natürlich schon, weil ihr so schlau seid. Fertig ist das Dingens hier. Ah ne, die Lüfterzarge fehlt mir noch. Oh nein, das ist ja das Ding hier. Dann ich Lüfterzarge Typ A, genau. Das sollte kein Problem sein. Du 100%. Ich. So. Ja, Öl müssen wir ja sowieso nachgießen, das ist ja wohl klar. Wir müssen auch alle anderen Flüssigkeiten mal reinballern. So, das ist genug. Kriegst hier frisches Zeug. Und hier haben wir noch das gute Rote. Das sieht doch gut aus. Nein, wollte ich gar nicht. Jawohl, jetzt geht er auch wieder an. Ist im grünen Bereich, alles ah,
Kiste funktioniert wieder. Und wir haben noch sonstige Aufgaben, die Spur einstellen. Genau, das machen wir eben jetzt noch. Diagnosefahrt. Ja. Oh. Sieht nicht mehr so gut aus, du. So. Er sieht wieder besser aus. Wie sieht das aus? Ja. Super. Wir haben den Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Sind komplett fertig. Schön. Gab ja sogar ein bisschen Geld. Es gab sogar ein bisschen Geld. Gut. Dann würde ich sagen, wir sind erstmal jetzt hier mit der Folge auch am Ende. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten dann. Macht's gut. Bye bye. Tschüss.